Einen schönen guten Morgen, ICF Mittelland, heute am zweiten Advent. Hey, was für ein stimmungsvoller Song zu diesem Sonntag. Und ich begrüße auch dich, wenn du online eingeschalten hast. Schön, dass du mit dabei bist und zuschaust. Heute soll es ganz um das Thema Weihnachtsbeleuchtung gehen, nämlich um die Weihnachtsbeleuchtung Gottes. Und wir sind mitten in der Weihnachtsgeschichte hier in den Gottesdiensten im ICF. Letzte Woche haben wir über die drei Könige gehört und heute, wie gesagt, um das Thema Beleuchtung. Bei dem Thema hatte ich nämlich im Januar diesen Jahres ein Erlebnis. Am 12. Januar bin ich abends zu meiner Kleingruppe spaziert und da hingen noch die letzten wenigen Lichterketten draußen. Und bin stehen geblieben und habe die betrachtet. Und auf einmal habe ich in mir drin einen Satz gehört: Dana, schau dir das Licht an. Licht ist still und kraftvoll. Und wir sind ja nun in dieser lichterfüllten Jahreszeit, der Adventszeit. Es ist fast so die kuscheligste Jahreszeit. Die Häuser sind lichterfüllt, es brennen mehr Kerzen denn je. Es wird Essen gekocht und es duftet. Und es gibt die einen, die diese Jahreszeit mehr mögen. Und es gibt andere, die sie weniger mögen. Wer hat denn von euch schon Weihnachtsbeleuchtung geschmückt? Ein paar. Wer hat sie eher dezent im Hintergrund oder vielleicht noch gar nicht draußen? Oh, niemand. Wunderbar. Ja, die lichterfüllte Jahreszeit. Und ich glaube, das ist auch die Jahreszeit, wo wir, egal ob wir Weihnachten mögen oder nicht so sehr, mit unseren Wünschen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Hoffnungen mehr in Berührung kommen als in anderen Jahreszeiten. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir heute Morgen uns zu demjenigen hinwenden, der die Quelle des Lichts ist, der die Quelle unserer Hoffnung ist und auch zu demjenigen hinwenden, zu Jesus, der unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen kennt und sie ernst nimmt und uns einlädt, sie ihm anzuvertrauen, weil sie bei ihm sicher sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Dana, Jesus, das Licht und meine Wünsche und meine Hoffnungen, wie passt das denn zusammen? Nun, nur dort, wo Licht vorhanden ist, nur dort, wo Licht da ist, kann auch Leben entstehen, kann sich Leben entfalten. Und da, wo du merkst, plötzlich wird etwas lebendig, dort, wo du Zeuge bist und mitbekommst, wie Leben entsteht, da wächst automatisch in dir eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass etwas anders werden kann, dass sich etwas verändern kann und Veränderung möglich ist. Licht, es ist still und kraftvoll. Und in der Bibel, im Johannes 1, Vers 4, heißt es, und in ihm war das Leben. Und dieses Leben ist das Licht der Menschen. In Jesus ist das Leben pur, die volle Lebendigkeit. Und dieses Leben ist das Licht für die Menschen. Leben und Licht gehen Hand in Hand. Das eine geht ohne das andere nicht. Und das merken wir auch, wenn wir nur unser Tageslicht anschauen, das Licht der Sonne. Ohne Licht könnten wir nicht überleben. Licht ist so essentiell für uns. Unser Tageslicht steuert alle biologischen und physiologischen Abläufe in unserem Körper, neben Hormonen. Licht ist so lebensnotwendig für uns. Es ist still und kraftvoll und es hat noch eine Eigenschaft. Was passiert, wenn du in einem dunklen Raum bist, in einem Keller und das Licht anmachst? Die Dunkelheit verschwindet, es wird hell und du fühlst dich sicherer. Licht vertreibt die Dunkelheit.
Wenn das Licht einmal scheint, dann scheint es. Das Licht vertreibt Dunkelheit, Chaos und Leere in unserem Leben. Und vielleicht bist du heute hier oder du schaust online zu und vielleicht bedeutet für dich das Licht anmachen heute, dass du dich zunächst mal nur für den Gedanken öffnest, dass es einen Gott geben kann. Einen, der dich sieht, einen, der dich liebt und der mit dir auf deinen Lebensweg kommen möchte, um dich durch deine Dunkelheit hindurchzuführen, durch deinen Schmerz oder durch deine Schmerzen hindurch zu begleiten. Ich habe gerade gesagt, Licht vertreibt die Dunkelheit, das Chaos und die Leere, die Einsamkeit, könnten wir auch sagen, in unserem Leben. Ja, Dana, woher nimmst du das? Hat es das schon mal gegeben? Also ich bin ganz froh, dass du dir diese Frage stellst. Gehen wir mal zurück an den Anfang und machen heute mal für uns das Licht an. Oh. Ganz am Anfang in der Bibel, im allerersten Kapitel, in den allerersten Versen, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag in der Tiefe oder auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Am Anfang ist es dunkel, ist es wüst und leer. Und was ist das allererste, was Gott spricht? Was ist das allererste, was Gott äußert? Immer wenn Gott ein Wort oder ein Thema in der Bibel zum allerersten Mal aufzeigt oder vorstellt, lohnt es sich für uns hinzuschauen. Denn dann ist es nicht ein bloßes Wort, was jemand niedergeschrieben hat, sondern Gott selbst möchte uns etwas von sich, von seinem Wesen zeigen. Also was hat Gott zuallererst gesagt? Wir lesen weiter im Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Licht. Warum hat Gott nicht zuallererst Rohstoffe aufgebaut? Geografie geschaffen. Warum hat er nicht zuerst Vegetation wachsen lassen und dann das Licht angemacht? Warum zuerst Licht? Weil nur im Licht Leben entstehen kann. Und dieses Licht schauen wir uns jetzt mal in der Originalsprache, im Hebräischen an. Das Alte Testament, die Bibel, ist auf Hebräisch geschrieben. Und Hebräisch liest man, von euch aus gesehen, nicht von links nach rechts, wie wir lesen, sondern von rechts nach links. Und ich habe diesen Vers mal auf Hebräisch mitgebracht. Da heißt es, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Vayomer und sprach, das erste Wort von rechts, das zweite Elohim, Gott, also wir übersetzen Gott sprach und jetzt das erste Wort Yehi heißt es werde und im Wort Yehi, die ersten beiden Buchstaben sind das Wort Ja und Ja heißt Gott. Deshalb sagen wir auch Halleluja. Oder das Wort auch Yahweh, Ja. Das heißt, das allererste, die ersten Buchstaben, die Gott äußert, ist Gott im Yehi, Gott in allem Anfang, Gott im Es werde, in allem, was entstehen wird, was sein wird, was zum Leben führt. Dort bin ich, Gott in allem Anfang. Ja, denkst du vielleicht, gut, dann hat Gott halt zuerst das Licht angemacht. What's the big deal? Gott hat eben nicht nur eine Sache geschaffen oder eine Erscheinung, so als ob er mit dem Zauberstab schwingt und da, bing, ist ein bisschen Licht.
Gott hat sich selbst als Licht über der Dunkelheit ausgegossen. Gott hat sich selbst im Licht über der dunklen Erde geschenkt. Gott selbst und damit seine ganze Nähe, seine ganze Gegenwart über der dunklen Wüstenerde geschenkt. Und die Dunkelheit verschwand. Gott selbst hat sich als Licht über dem Chaos ausgegossen. Und es entsteht eine Ordnung, ein Garten, ein Lebensraum. Gott selbst hat sich als Licht über der Leere, über der Einsamkeit, über dem Nichts ausgegossen, mit seiner ganzen Nähe. Und plötzlich ist jemand da. Plötzlich verschwindet die Einsamkeit. Jetzt könnten vielleicht einige noch sagen, Moment mal, Dana, ich kenne den Schöpfungsbericht, da ist doch die Sonne gemeint. Gott hat doch die Sonne geschaffen. Ja, das stimmt. Aber Sonne, Mond und Sterne sind erst am vierten Tag geschaffen worden. Das Licht vom ersten Tag, von dem wir hier sprechen, ist ein übernatürliches Licht. Ein Licht aus Gott selbst heraus. In der jüdischen Tradition heißt es, es ist kein greifbares Licht im physischen Sinne, so wie wir es mit den Lichtwellen kennen. Und das macht es für uns ein bisschen schwierig vorstellbar, weil alles, was wir kennen, ist das Tageslicht. Aber dieses Licht ist ein übernatürliches Licht, was strahlt und was scheint. Und eine Nähe und eine Gegenwart von Gott selbst darstellt. Und dieses Licht ist jetzt die Grundlage und der Boden, wo Pflanzen, Tiere, die ersten Menschen leben können, entstehen können. Und was heißt das für uns heute praktisch? Überall dort, wo du eine dunkle Situation hast und wo du dich fragst, Gott, gibt's dich? Gott, bist du da draußen? Dort, wo du auf deiner Bettkante sitzt und verzweifelt bist und sagst, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Dort wird Gott sein Licht für dich anmachen. Und das kann aussehen, dort, wo du dich gefühlt in einer Sackgasse befindest, wo du nicht mehr weiter weißt, wirst du einen Satz, einen Gedanken, eine Idee haben, die für dich wie ein innerer Türöffner sein kann, wo du durchlaufen kannst und weitergehen kannst. Dort zündet Gott sein Licht für dich an. Sobald du zu ihm betest, kann es bedeuten, dort, wo du traurig bist, verzweifelt oder wo du unter Depressionen leidest und manchmal gar nicht weißt, wie du aus dem Bett aufstehen sollst, kann es für dich heißen, dass Gott sein Licht in dir anzündet, indem du plötzlich wieder ein bisschen Hoffnung merkst und merkst, doch, ich kann aufstehen. Doch, ich sehe bis zur nächsten Mahlzeit. Doch, ich kann essen. Essen ist nicht mein Feind. Oder ich sehe bis zum nächsten Tag, weil du merkst, irgendjemand ist da, der mir hilft. Überall dort, wo du betest zu Gott, und sich Dinge zu deinen Gunsten bewegen oder du Menschen kennenlernst, die dir weiterhelfen, dort zündet Gott sein Licht für dich an. Und warum macht er das? Weil er dir ganz persönlich zeigen möchte, ich bin real. Es gibt mich wirklich. Und ich bin für dich und nicht gegen dich. Ich bin auf deiner Seite und ich werde dir dadurch helfen. In dem Garten Eden bei Adam und Eva ist dann was schiefgelaufen. Adam und Eva haben sich entschieden, dass sie ohne Gott leben möchten. Sie wollten so sein wie Gott. Und mit dieser Entscheidung haben sie sich innerlich von dem Licht ihres Lebens, von diesem Licht des ersten Tages getrennt und sind damit aus dem Licht in die Dunkelheit gefallen.
Und bis zum heutigen Tag fallen wir als Menschen, unsere Menschheit, immer weiter und immer tiefer in diese Dunkelheit hinein. Wir brauchen uns nur momentan unsere Welt anschauen. Eine Welt voller Krisen. Eine Welt voller Instabilität. Verzweiflung und Depression sind auf dem ansteigenden Ast in den letzten Jahren. Und wir fallen doch manchmal auch, ohne dass wir es wollen. Wir fallen in unsere Ängste. Wir fallen in unsere Anklage, in unsere Scham, in unsere Schuld. Und das ist manchmal wie ein Fass ohne Boden. Und Gott sieht das. Und Gott ist es nicht egal. Gott ist es nicht egal, dass es dunkel geworden ist. Und er sagt zu seinem Sohn, mein Sohn, gehe auf die dunkle Erde und zünde dort wieder unser Licht an. Jedem, der dir glaubt, in ihm oder in ihr, lass es wieder hell werden. Mach du das Licht von unserem ersten Tag wieder an. Und so kommt Jesus an Weihnachten als Baby. Und in dem Moment, als Jesus geboren wird, geht das Licht vom ersten Tag wieder an. Zunächst nur äußerlich. Bei den Hirten auf dem Feld. Die Hirten waren draußen in der Nacht. Es war stockdunkel. Bist du schon mal abends auf einem dunklen Feld oder im Wald gewesen, wo es keine Straßenbeleuchtung hat? Wenn nicht, kann ich dich nur ermutigen, nimm dir jemanden mit, macht einen Spaziergang und geht mal auf ein dunkles Feld und dann schaut hoch in den Himmel. Es lohnt sich. Und auf so einem dunklen Feld, abends in der Nacht bei den Hirten, geht ein Stern auf und er leuchtet so hell, das Licht ist so hell, dass die Hirten in dem Licht Engel sehen. Und dass die Hirten in dem Licht Engel hören. Und sie hören einen Engel, der ihnen sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Heute Nacht ist etwas anders geworden. Heute ist der Retter geboren. Das Licht dieser Welt. Und ein Stern leuchtet auch für Sterndeuter im Osten, im Morgenland auf. Es waren Gelehrte, die Tag ein oder Nacht ein, Nacht aus die Sterne beobachteten. Sie kannten die Sternkonstellationen und sie wussten, dass es einen Stern gibt, der mal leuchten wird. Und sie wussten, dort wird dann ein König geboren werden. Und auch für sie geht der Stern an, das Licht des ersten Tages strahlt und sie lassen alles stehen und liegen. Sie satteln ihre Kamele und reiten los, weil sie auf der Suche sind. Kann das wahr sein? Und vielleicht bist du heute hier und du bist auf der Suche und du weißt, irgendetwas gibt es dort draußen. Vielleicht hast du es bisher mit dem großen Etwas betitelt oder mit dem Universum. Und deine Suche war bisher ohne Erfolg. Es war wie ein Tappen im Dunkeln. Die echte Erfüllung hast du noch nicht gefunden. Nun, vielleicht ist nicht die Frage, dass es irgendetwas da draußen gibt. Vielleicht gibt es irgendjemand dort draußen. Jemand, der dich kennt und der mit dir auf deinen Lebensweg kommen möchte. Und so machen die Weisen, die Sterndeuter sich auf den Weg, weil auch ihnen das Licht vom ersten Tag erschienen ist. Und dieser Stern wird für beide, für Hirten wie für die Sterndeuter, das Licht ihres Lebens. Noch nie hatten sie einen Stern so hell strahlen sehen. Noch nie hatten sie den Himmel so erleuchtet gesehen. Das Licht so still und kraftvoll. Und ich glaube, wenn du so ein Erlebnis hast, dann haben sie auch noch nie ihre Herzen so schlagen gehört, so wild und so frei. Das Licht vom ersten Tag, das Licht Gottes. Und dann,
als sie Jesus sehen, ist nichts mehr, wie es war. Beim Anblick von Jesus gehen Hirten wie Sterndeuter, erwachsene Männer auf die Knie. Weil sie wissen, weil sie plötzlich begreifen, dieses neue Leben in der Krippe bedeutet auch für mein Leben, jetzt kann etwas neu werden. Jetzt kann etwas anders werden. Jemand ist da, der alles neu machen kann. Und Jesus blieb kein Baby. Jesus wurde zum Jungen, zum Teenager, zum jungen Erwachsenen, zum Mann. Gesundheit. Und Jesus wurde der Mann, der die Dunkelheit in allen Menschen vertrieb, die zu ihm kamen und um Hilfe baten, weil er das Licht Gottes auf Erden ist. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus abermals: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir glaubt, mit anderen Worten, der wird nicht in seiner Dunkelheit bleiben, bei dem wird es nicht dunkel bleiben, weil er oder sie das Licht des Lebens in sich tragen werden. Und in Johannes 12, Vers 46 sagt er: Ich bin als Licht in diese Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Du musst nicht in deiner Dunkelheit bleiben. Du darfst es wagen, heute zu Jesus zu kommen. Und er wird dir begegnen. Und er wird dir einen Ausweg zeigen. Er wird sein Licht wieder in dir scheinen lassen. Ein Licht, das dir den Weg zeigen wird, wie es weitergehen kann. Ein Licht, das dir Orientierung in einer komplexen Welt sein wird. Ein Licht, das dir innerlich Führung und Erkenntnis und Wahrheit schenken wird. Ein Licht, still und kraftvoll. Präsent. Und wenn wir in diese Weihnachtszeit schauen, egal ob du Weihnachten magst oder nicht, wenn du heute Hoffnung brauchst in irgendeiner speziellen Situation, dann darfst du heute wissen, sobald du Ja zu Jesus sagst und Jesus bei dir ist, hast du dieses Licht in dir. Und dann darfst du heute nach Hause gehen und du darfst dir, egal ob du das kitschig findest oder nicht, aber ich zeig's mal, du darfst dir eine Kerze nehmen oder ein Teelicht oder vielleicht auch zum allerersten Mal kaufen und du darfst dir symbolisch diese Kerze anzünden. Und in dem Moment, wo diese Kerze brennt, darfst du dir bewusst machen, Gott, dein Licht strahlt jetzt in meine spezielle, dunkle Situation hinein. Du wirst es hell machen, behutsam, und wirst mir einen Weg zeigen, weil Licht still und kraftvoll ist. Und dort, wo du dich allein fühlst in der Weihnachtszeit oder einsam bist, auch dort darfst du wissen, das Licht Gottes ist bei dir. Er ist bei dir. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, bleib nicht allein. Isolier dich nicht in der Weihnachtszeit. Verabrede dich mit Menschen, die dir gut tun. Ja, vielleicht sagst du, Dana, ich kenne niemanden. Ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Dann komm in die Gottesdienste, hier im ICF oder in den Kirchen um dich herum. Komm in die Gottesdienste, bleib nicht allein. Bleib zum Mittagessen dort, wo es angeboten wird.
Und wenn wir Mittag essen und wir sehen, jemand sitzt allein, hey komm, lasst uns auf die Person zugehen, lasst uns hinsetzen, lasst uns diese Viertelstunde oder halbe Stunde investieren und lasst uns ein Licht für die Person werden. Wir wissen nie, ob es manchmal von lebenswichtiger Bedeutung ist. Und komm ans Hope of Christmas. Nächste Woche in die Bärenmatte in Suhr. Der Name schon Hope of Christmas. Deine Hoffnung, Jesus wird dort sein und dir begegnen. Und am Anfang hatte ich es erwähnt, wir alle haben manchmal unerfüllte Sehnsüchte. Wir alle haben manchmal Hoffnung und sind zeitgleich verzweifelt, weil wir uns fragen, wird das gut ausgehen? Jesus, unser Licht vom ersten Tag mit seiner ganzen Gottesnähe. Du darfst mit Jesus über deine Sehnsüchte, über deine Hoffnungen reden. Bring sie zu ihm, weil letztendlich nur er sie stillen kann. Nur er kann sie versorgen. Es kann kein anderer Mann und keine andere Frau und kein Kind, sondern nur er, das Licht vom ersten Tag, kann uns komplett versorgen. Und er wird dir die Hoffnung geben, dass du nicht allein bist. Jesus, das Licht ganz am Anfang in der Bibel. Jesus, das Licht mittendrin in der Dunkelheit. Und ich möchte jetzt kurz noch mal einen Ausblick geben, ganz ans Ende der Bibel, ins letzte Kapitel. Da ist nämlich auch von Licht die Rede. Im letzten Kapitel in Offenbarung 22, Vers 4 bis 5 heißt es, und sie, die Kinder Gottes, werden sein Gesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben sein. Und es wird keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott selbst über ihnen leuchten wird. Das Licht vom ersten Tag, seine ganze Nähe, seine ganze Liebe, seine ganze Gegenwart wird über uns leuchten. Gott ist Licht am Anfang und Gottes Licht am Ende der Bibel. Und mittendrin, als es dunkel war, ist er gekommen als das Licht der Welt, als dein und mein Licht für uns. Und er ist am Kreuz vom Golgatha gestorben, mit aller Dunkelheit, die es gibt. Er hat sie auf sich genommen und ist gestorben, in den Tod gegangen. Tod ist Tod, damit die Dunkelheit keine Macht mehr hat. Und am dritten Tag hat der Vater Jesus wieder auferweckt. Und mit der Auferstehung hat er sein Licht wieder angemacht. Und dort, wo das Licht scheint, dort scheint es. Licht vertreibt die Dunkelheit. Und die Dunkelheit hat keine Macht mehr. Yehi Or, Gott ist das Licht unserer Welt. Und Gott ist dein Licht. Und ich weiß nicht, wo du stehst diese Weihnachten. Ich weiß nicht, was dir den Magen zuschnürt oder dich überfordert oder dich traurig macht. Aber ich weiß, dass Gott da ist und dir gern sein Licht schenkt, dir seine Hand entgegenstreckt und dich durch deine dunkle Situation hindurchführen möchte und wird. Und wenn du dich fragst, ja, wie komme ich denn zu diesem Licht? Ich habe es schon erwähnt. Sobald du ein Kind Gottes bist, sobald du zu Jesus betest und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, hast du dieses Licht, schenkt er es dir sofort. Und manchmal dürfen wir es uns einfach nochmal bewusst werden lassen. Jesus, dein Licht in mir, lass es hell werden in der bestimmten Situation. Und wenn du heute da bist oder zuschaust und noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Jesus, ich habe heute gemerkt, du bist das Licht der Welt, du bist mein Licht und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Komm in mein Leben und mach es hell.
komm in mein Leben und mach du mein Leben hell. Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes geworden. Und wenn du es online gesprochen hast, dann bist du auch ein Kind Gottes. Dann nimm Kontakt mit uns auf. Schreib uns eine E-Mail an info@icf-mittelland.ch. Oder wenn du jetzt hier bist, komm an den Infopunkt. Wir möchten gern mit dir in Kontakt kommen und dich gern mit in die ICF-Family aufnehmen und dir bei deinen Glaubensschritten helfen. Und wir wollen jetzt nochmal in eine Lobpreiszeit gehen. Und wenn du dir nochmal bewusst werden möchtest, Gott, du bist da und du bist für mich, dann lade ich dich ein hier an den Tischen, an der Seite, hinten und hier an der Seite. Nimm das Abendmahl und lade Jesus in deine dunkle Situation ein, damit wir erleben, wie es hell wird. Still, aber kraftvoll. Amen.